Okay, let's try something different. Hey Leute, was geht? Euer Phoenix ist wieder back auf YouTube und heute ist mal wieder ein richtig geilen Glitch für euch. Und zwar ein Glitch, mit dem man nie wieder vom Motorrad fliegen kann, Leute. Und dieser Glitch ist mega einfach. Und das Coole an dem ganzen Glitch ist, dass man wirklich mit Vollspeed gegen eine Wand fahren kann und man fliegt nicht vom Motorrad. Und man kann auch von Mount Chiliad runterspringen und man fliegt nicht vom Motorrad. Ich finde den Glitch auch noch geil, weil man den innerhalb einer Minute ausführen kann. Auf jeden Fall müsst ihr euch für diesen Glitch nur zu irgendeiner Garage von euch begeben, müsst dann dort ein Fahrzeug rausfahren und dieses Fahrzeug fahrt ihr dann zu einer anderen Garage von euch, wo ein Motorrad drin ist. Jetzt müsst ihr einfach aus dem Fahrzeug aussteigen und müsst dann in die Garage mit dem Motorrad reinlaufen. Und dann müsst ihr einfach aus der Garage das Motorrad nehmen und mit dem Motorrad rausfahren. Und wenn ihr dann draußen seid, steigt ihr einfach nur von dem Motorrad ab und müsst jetzt die Optionstaste drücken, geht dann auf Online und startet ein Stuntrennen, und zwar ein Motorrad-Stuntrennen. Und wenn ihr das Motorradrennen dann gestartet habt und dann in dem Menü drin seid, müsst ihr einfach mit Kreis X das Menü verlassen. Und wenn ihr jetzt das Menü verlassen habt, dann werdet ihr schon sehen, dass ihr gegen die Wand fahren könnt und ihr fliegt nicht vom Motorrad. Dieser Glitch hält so lange, bis ihr die Sitzung verlassen habt. Ihr könnt ruhig Selbstmord machen, ihr könnt ruhig von das Motorrad absteigen. Es geht aber nur mit diesem Motorrad, mit anderen Motorrädern geht das dann nicht. Auf jeden Fall finde ich den Glitch richtig geil. Wenn ihr den Glitch genauso geil findet wie ich, dann gebt doch einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich und bis zum nächsten Mal und tschüss. Yeah.